Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Rayman! Knips! So, im letzten Part haben wir irgendwie, ja, bis hierher gefunden. Heilige Scheiße, eigentlich hätte ich hier durchlaufen müssen. Okay, ab nach oben. Da oben ist zwar nicht das Ziel, aber dafür ein paar Käfige. Ja, ein paar, nicht nur eins. Nein, ich will nicht. Nein, ich will gar nicht hoch. Ich möchte das Spiel nicht 100% beenden. Ich möchte das Spiel nach dem vorletzten Boss schon beenden. Nee. Die Stelle hasse ich am meisten. Boah, ich hasse die Stelle in diesem Level. Nur für einen Käfig. Dieses... Kacke! So. Rayman, du schaffst das! Bam! Okay, wenn wir hier runter springen, dann kommen wir hier hin. Okay, und damit kommen wir direkt auch schon zum zweiten Käfig dieses Levels. Soweit ich nicht einen vergessen habe. Aber ich habe, glaube ich, keinen vergessen, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn hier... Das war... Das ist fies von den Entwicklern, dass sie hier direkt ein... Verdammt. Das ist nämlich fies, dass die direkt einen Ziel dahin bauen. Und jetzt habe ich, glaube ich, eins der schwersten Level im Spiel ever. Nee, also das ist wirklich fies von den Entwicklern, dass sie sowas reingebaut haben. Oh, genau deswegen hasse ich das Level. Ich habe Continuous verbraucht am Ende. Okay, wir wollen nicht aussicken, wir wollen ganz ruhig bleiben. We can do it. Wow, wir haben es gedoet. Wir haben es gedidded. Yeah, we did it. Heilige Scheiße. Crap. 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 Hä? Ach so. Echt, ich hasse dieses Level so dermaßen. Und dafür ist die Musik ganz schön. Der Hintergrund ähnelt ein bisschen den aus der Musikwelt. Kann das hinhauen? Naja. Weil ich will ich mich ja nicht zu viel beschweren. Ich weiß nicht mehr, ob es in diesem Level Käfige gab. Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich will weiter. Kriegt man irgendein Secret, wenn man da hingeht? Ja, ein Leben. Okay. Okay. Soweit ich weiß, gab sie, glaube ich, zwei Käfige. Meiner Erinnerung nach. Ich mag Gewitter irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag sie einfach. Och nee, nicht die Musik. Love Rayman! Aber warte mal, vielleicht gibt's noch ein Geheimnis, wenn man so hier hinkrabbelt. Nein. Ich mag die Musik. Ich liebe Rayman Musik. Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky, was ich hier machen muss. Nein, 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 zurück, zurück. Ich will nach oben. Nein. Ich will nicht so viel Backtracking machen. Ja, ey, komm. Heilige Glitch. Ach du Scheiße, ich muss das Level beenden. Ich muss sowieso Backtracking machen, von daher interessiert mich das gerade nicht so sonderlich viel. Das schwerste Level meiner Meinung nach in Rayman 1. Das allerverfickte schwerste Level meiner Meinung nach. Ihr werdet schon gleich sehen, warum. Nicht nur, dass hier viele Spikes sind, sondern auch, dass man hier sehr knappe Passagen hat zum Springen. Wie zum Beispiel hier ist eine davon. Wenn man einmal getroffen wird, dann hat man Pech und fällt eigentlich in den Tod. Jetzt hatte ich gerade noch Glück gehabt.
Oh Gott, ich hasse das. Seht ihr? Richtig verfickt knapp ist das. Dieses Level und das Level davor, da habe ich meine meisten Continues immer verbraucht. Ey, das ist so verfickt schwer, das Level, das geht gar nicht. Was? Ich habe mich doch an der Katze festgehalten, okay. In diesem Level riskiere ich mal besser nichts. Dieses Level ist ernst. Das Level ist ein bisschen ernst. Wird von mir sehr ernst genommen, Leute. Denn das schaffe ich nämlich nie, ohne ein einziges Leben zu verlieren. Und bei Backtracking werde ich mich schon auf das Level wieder freuen. Seht ihr, wie scheiße knapp das ist? Man muss perfekt X drücken und sowas. Das ist so pervers. Komm, krieg ich einen Schadenspunkt. Ich komm schneller durch. Na, verdammt. Das ist so pervers, das Level. Ah, geschafft. Der erste von vielen Speicherpunkten, sage ich euch mal. So, jetzt geht's nach unten. Autsch. Naja. Jetzt kommt, glaube ich, die schwerste Stelle vom Level. Genau die. Man muss die Dinger wegschlagen. Und das sie dabei machen. Boah. Und hier gibt's einen Käfig. Ein verfickten Käfig. Und der ist nicht gerade einfach zu wollen. Genau deswegen, wir sollen nämlich zurück. Verdammt, dran hängen. Nein! Ah, verdammt! Das ist so heftig, das Level. Ich hab da. Das ist mein persönliches Hass-Level im Spiel in meiner Lieblingswelt. Jetzt habe ich vergessen, mich zu ducken. Oh Gott, ich hasse dieses Level einfach nur. Man hat schon extra die Speedfaust, ey. Oh, das war Glück. Man schafft diese Scheiße hier nur sehr, sehr knapp. Aber. Warten. I hate this level. Gut. Ja, durump. Was? Ich bin jetzt zurückgeflogen, weil ich dachte, ich schaff das nicht mehr. Ja, jetzt seht ihr wenigstens mal den Continue-Menü. Das wollte ich euch eigentlich im Let's Play nicht präsentieren, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Leck mich am Arsch, Spiel. Das ist bei mir ein ganz großer Negativpunkt an Rayman 1. Dieses Level ist das einzige Negapunkt an diesem Spiel. Alter, und da! Selbst die Stelle hier. Die machen nicht nur das Level allgemein schwer, die machen sogar noch schwer, an eine einzige Wolke daran zu kommen. Und ta-ta-ta-tam! Da ist ein Leben. Nein! Nein! Oh, verdammt! Ach so! Ja! Sage das mir doch! Ihr müsst es mir auch schon sagen, Spiel! Jetzt kann ich mir nämlich ein Leben holen, um meine Energie zu regenerieren. Cool! Jetzt komme ich hier hin. Und das war's.
Und fick dich, Spiel. Was tut man nicht alles für einen Käfig, Leute? Was tut man nicht für 100% in diesem Spiel, nur um der letzten Bus gegenüberzustehen? Willst du wieder rüberlaufen? Ist das nicht sonderlich gerade schwer ist? Diese Wolke hier ist nur das einzige Problem. Das einzige Problem ist diese eine Wolke, die ganze Zeit verschwindet und wiederkommt. Verschwindet und wiederkommt. So. So. Leute, wir sehen uns am nächsten Part wieder. Bis dann sage ich erstmal Tschüss.